Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und in München auf der Windows PC Live Tour. Und hier gibt es das Dell XPS 15 Z, ein 15 Zoll Notebook mit einem schönen Design. Und schauen wir uns mal die technischen Daten an. Wir haben hier einen Intel Core i5-2410M mit 2,3 GHz, 4 GB RAM und eine 500 GB Festplatte. Dazu noch eine Nvidia GeForce 525M. Das Ganze ist, wie ihr es von Dell könnt, natürlich auch noch konfigurierbar. Also wenn ihr mehr braucht, müsst ihr einfach nur mehr bezahlen und kriegt auch mehr. Und ja, schauen wir uns das Gerät mal ein bisschen genauer an. Wir haben hier ein spiegelndes Display. Über dem Display die Webcam mit integrierten Mikrofonen. Hier unten die Chiclet-Style-Tastatur mit recht runden Tasten, finde ich. Sieht man nach was anderem aus. Links und rechts die Lautsprecher. Und hier das große Touchpad mit den beiden Maustasten. Wenn wir das Ganze mal schließen, hier haben wir auch einen Power-Button in der Mitte. Dann seht ihr, es hat ein wirklich sehr elegantes und cooles Design. Auf jeden Fall nicht langweilig und es ist recht dünn. Wir haben hier an Anschlüssen HDMI DisplayPort zum Ausgeben an euren Monitor, Display oder auch Fernseher oder Beamer. eSATA, zweimal USB, dann hier ein SD-Kartenleser und was ganz nett ist, hier ein Indicator für die Batterie, eine Ladestandsanzeige. Auf der rechten Seite haben wir die Audio-Ports und noch ein Slot-In-Laufwerk. Und auf der Rückseite findet ihr ein DC-In für euer Netzteil und natürlich noch ein Netzwerkkabelanschluss. Ihr seht, ein wirklich schönes, ein elegantes 15-Zoll-Notebook, das Dell XPS 15Z. Außerdem noch mit Core i5 und einer GeForce mit genügend Power für den Alltag.